Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar schauen wir uns heute die Mortipod V Collection an. Ich hoffe, wir können hier irgendwas Geiles rausziehen. Die Promokarte ist natürlich auf jeden Fall am Start und von daher will ich gar nicht lang rumquatschen und los geht's. So, und hier haben wir das schöne Schmuckstück mit der Mortipod V, der XXL-Karte und 4 Boostern. Und das Ganze reißen wir jetzt einmal auf und schauen uns mal an, was wir hier so draus holen können. So, einmal das Ganze beiseite. Hier seht ihr einmal die XXL-Karte. Weiß ich nicht, ob... Findet ihr die XXL-Karten? Ich persönlich brauche die gar nicht, die liegen halt bei mir im Schrank rum. Werdet es mir wahrscheinlich nie wieder angucken. Sagt einfach mal, könnt ihr damit was anfangen? Nutzt ihr die? Verkauft ihr die? Hängt ihr euch die irgendwie auf? Oder ist es euch eigentlich völlig egal? So, dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal in der Kleinform an. Kommt wunderbar hier raus, also mit diesen neuen Boxen funktioniert es einfach echt perfekt, dass man sich die Karten nicht zerstört. Und hier haben wir noch mal den kleinen Bruder. Also ich, vom Pokémon Design finde ich es echt ganz nett. Ich finde die englischen Namen mit Poltergeist von Fatalité wesentlich geiler. Aber gut, so ist es halt. Roly Coly bei Clone Cat finde ich auch besser als Clone Cat. Hört sich einfach geiler an auf Englisch, aber so ist es halt. So, wir haben hier Stunde der Wächter, Schwert und Schild, Clash der Rebellen, nochmal Clash der Rebellen und Welten im Wandel. Ich würde sagen, wir ziehen von alt nach neu und starten mit Stunde der Wächter. So, ja, was haltet ihr von diesen Boxen? Sind die euch preislich? Ist es ja doch immer, wenn man es mit Einzelboostern vergleicht. Ja, geht noch, man kriegt ja noch eine Promokarte dazu. Hält sich noch im Rahmen oder sagt sie, nee, ich kaufe mir lieber ein Display oder nur von dem aktuellen Set, weil hier die alten Karten will ich gar nicht haben. Haut's einfach mal gerne in die Kommentare. So, wir starten mit Spezialhammer, Fürnontor, Kuckmada, Chanera, Lilim, oh Gott, Alter. Immer diese Pokémon, die ich noch nie gelesen habe. Lilim, ja, ihr wisst schon, ich spreche mir jetzt nicht weiter an. Unra Tütox, Macholo, Alola Kleinstein, Metang Reverse und ein Welser. Also, erstes Pack, kein Hit. Schauen wir mal, ob wir im zweiten was ziehen können. Hier haben wir auch immer noch die Chance, auf dem Reverse-Slot was zu ziehen. Und zwar die Character Rare-Karten. Die habe ich zwar schon alle, aber wäre natürlich nice, wenn wir da was bekommen. Wir haben einen Ferkokel, einen Sengo, Duflor, Flabébé, Sneebel, Natu. Also, wenn wir jetzt noch ein Prowsy on the Tree oder das ist, glaube ich, das falsche Set, dann haben wir auf jeden Fall das Lionheart Booster erwischt und wir haben zweimal nichts. Also, unsere Hoffnungen liegen auf Clash der Rebellen, dass wir hier nicht ohne Hit aus der Box rauskommen. Und ich finde es immer schade, wenn man, also es gibt ja keine Garantie, aber ein Hit pro Box dafür, dass die halt ihr Geld kosten, wäre schon nice. Also, es ist, ich finde es immer echt traurig, wenn man aus den Boxen nichts zieht. Siehe meine letzte, ich glaube, Box, die ich von der Art aufgemacht habe, meine Porygon Z-Box. Das war einfach nur traurig. Und ja, hoffen wir mal, dass wir vielleicht jetzt hier aus dem aktuellen Set vielleicht immerhin eine Holo bekommen können. Medite, Rokomil, Fukano, Bämon, Skoppel, Galarporenta und ein Galar-Lauchzelot. Also, damit häuft sich unsere Galar-Lauchzelot-Sammlung, aber wir haben immerhin einen Holopull hier raus. Was ich mir gewünscht habe, jetzt darf ich mich nicht mal beschweren, auch wenn wir die Holo haben, die ich schon am öftesten gezogen habe, die ich eigentlich gar nicht mehr haben will. Aber gut, so ist es halt. Machen wir weiter und schauen uns das letzte Pack für dieses Video an und ob wir hier noch etwas rausbekommen. Also, es geht los mit der Feuerenergie, Pandra, Navitaub, Sania, Luturzel, Pipi, Voltoball, Fukano, Groldra, Morpeko in Reverse und
ein Upside-Down-Pixie. Also, immerhin zwei Holos, leider kein Premium-Hit aus dieser Box, aber zwei Holos und Pixie ist eine Holo, die mir auch noch fehlt, von daher nehme ich die gerne. Dadurch wird das Recap, na, logischerweise bei einer Box relativ klein, Gala, Lauchzelot, Pixie und dann noch unser Mortipod V. So, wie lege ich es am besten hin? So. Ja, auch wenn wir hier keinen Premium-Hit drin hatten, bedanke ich mich bei euch natürlich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liken, kommentieren, freue ich mich mega drüber und abonnieren natürlich auch. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, freue mich auf die nächsten Videos und bis dahin, ciao.